Spastik. Und zwar Variation ohne Wiederholung ist heute unser Thema. Ich knüpfe nochmal schnell an. Bei der Permutation hatten wir gesagt, ich beziehe mich jetzt mal hier auf diesen Kasten, da sind drei Kugeln drin, wir ziehen den leer. Und haben dementsprechend 3 mal 2 mal 1, also 6 Möglichkeiten. Oder wenn ich mehr Kugeln rein tue, habe ich 4 mal 3 mal 2 mal 1, also 24 Möglichkeiten. Und das setzt sich dann sofort und so weiter und so fort. Oder ich sage, ein Audi, ein Mercedes, ein Audi, ein Opel und ein BMW fahren um die Wette. Wie viele Möglichkeiten gibt es, dass die verschieden ins Ziel kommen? Mal ist der Erste, mal der, mal der, mal der oder der oder der. Habe ich auch 4 mal 3 mal 2 mal 1, 24 Möglichkeiten. Der Kurzausdruck dafür ist Fakultät. Hier 5 verschiedene Gegenstände, 5 Fakultät. Abkürzung für 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Achtung, nicht bei der 3 oder vorher aufhören. Es darf auch keine Lücke drin sein. Also wenn eine Lücke drin ist, 5 mal 6 mal 5 mal Lücke mal 3 mal 2 mal 1. Wäre auch keine Fakultät. Gut, das ist aber bloß die abkürzende Schreibweise, die brauchen wir dann, das geht leichter. Permutation heißt also umordnen, vertauschen, beziehungsweise leerziehen. Aber Achtung, nicht zurücklegen in diesem Fall. Das ist eine Variante der Permutation, ich komme dann nochmal drauf. Und da beschäftigen wir uns mit, wir lassen jetzt mal die Variation, betrachten die Variation mal ohne Wiederholung, also nicht wie bei dem Ziffernschloss. Wenn ich sage, ich habe hier ein Ziffernschloss zum Beispiel mit drei Stellen, wie viele Möglichkeiten nehme ich? 10 hoch 3. Das hieße aber, ich ziehe raus, lege zurück, damit ich wieder 10 Möglichkeiten habe. Ziehe die nächste, schreibe sie auf, lege sie wieder zurück, damit ich die Möglichkeiten habe und so weiter. Das machen wir jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar, das Ding nennt sich Variation ohne Wiederholung. Erstmal eine Vorüberlegung. Nehmen wir mal an, ich habe 5 Gegenstände. A, B, C, D, E. 5 Kugeln, 5. Bierdeckel, weiß der Kuckuck was. Und ich möchte aber nur 3 daraus ziehen. Also daraus 3 ziehen. Dann müsste ich ja wie folgt rechnen. Zu Anfang habe ich 5 Möglichkeiten. Genau wieder bei der Permutation. Dann habe ich noch 4 Möglichkeiten und dann habe ich noch 3 Möglichkeiten. Und jetzt ist Schluss. Die restlichen darf ich nicht ziehen. Nehmen wir mal an, ich möchte 2 ziehen. Dann habe ich 5 Möglichkeiten mal 4 Möglichkeiten. Jetzt muss ich Schluss machen. Ziehe ich nur eine raus, habe ich nur 5 Möglichkeiten. Und so weiter und so fort. Jetzt halte ich mal das Video an und wir überlegen mal, ob man daraus eine Formel, eine allgemeine Formel entwickeln kann. Also es ist eine Art Permutation, nennt sich aber Variation ohne Wiederholung. Und wir wollen mal gucken, ob wir daraus eine allgemeine Formel entwickeln können. Ich gebe es ja zu, als ich vor ein paar Jahren mir darüber auch Gedanken gemacht habe, ich kam da einfach nicht weiter. Im Prinzip, wenn ich nochmal zur Permutation gehe, ich führe mal was Neues ein in Rot, dann könnte ich doch sagen, immer so viele wie da liegen, nenne ich die Möglichkeit, also die Anzahl der Gegenstände, nenne ich die einfach mal n. Hier wäre n gleich 3. Dann könnte man hier sozusagen n-Fakultät sind die Möglichkeiten. Und wenn ich mich auf die Stochastik beziehe, die verschiedenen Ereignisse, ne, Ereignisse, wenn sie hingelegt sind, liegen sie da, ist das Ereignis passiert, kann ich sagen, Omega ergibt sich aus n-Fakultät. Gucken wir mal hier, ich habe hier 4 Gegenstände, müsste ich hier sagen, n ist 4, ne? N gleich 4. Demzufolge n-Fakultät würde wieder funktionieren. Bei 5 oder. Das würde funktionieren. Achtung, das ist es nicht. Das lassen wir mal weg. Und wenn ich hier gucke und sage, ich habe hier 3 verschiedene Gegenstände oder Zahlenmöglichkeiten oder hier drin 3 verschiedene Gegenstände, 10, Entschuldigung, 10 verschiedene Gegenstände, dann könnte ich sagen, das ist n gleich 10. Und wenn ich sage, wie oft kann ich denn ziehen, hier rausziehen aus der Kiste, könnte ich sagen, das nennt man dann in der Kombinatorik auch K. Also K ist, wie oft ich irgendwas rausziehe, irgendwas mache. Und N ist die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, die ich dafür habe. Dann würde es funktionieren, ne? Wenn ich sage, das ist 10, ist N. Also könnte ich sagen, hier N hoch K. Also das wäre besser, N hoch K könnte man hier schreiben. Wäre Omega. Wenn wir das mal hier versuchen anzuwenden,
auf unsere Variante hier. Wir wollten ja dann später auf 6 aus 49 kommen. Und wir wollen hier eine Formel basteln. Ich verrate sie mal gleich. Wie die sich entwickelt, komme ich gleich drauf. Da gibt es einen Trick. Halt, hier gibt es eine Frage. Gut, jetzt haben sich einige Schüler schon hier drüber einen Kopf gemacht und haben 6 aus 49 über eine bestimmte Formel ausgerechnet. Ich komme gleich drauf. Wie sieht denn die Formel aus? Ich könnte Folgendes machen. Ich könnte die Formel wie folgt entwickeln. Hier steht 5 mal 4 mal 3. Ich nehme mal dieses Beispiel hier, dieses. So, und ich sage, das ist 5 mal 4 mal 3. Achtung, jetzt mache ich in Schwarz weiter. Mal 2 mal 1. Ich wende also einfach einen Trick an und teile die ganze Sache nochmal und habe eine allgemeine Formel oder bin der allgemeinen Formel schon fast näher gekommen. Das heißt, ich habe dieses 5 mal 4 mal 3 einfach mit mal 2 mal 1 mal 2 mal 1 erweitert. Und aus dieser Erweiterung kann ich was ableiten. Und zwar die allgemeine Formel. Machen wir sie mal. Ich sage, wie viele Möglichkeiten habe ich, unterschiedliche was rauszuziehen? So wie hier oben, N Fakultät. Hier. Wo ist es? Hier. Das ziehe ich eiskalt durch. Und jetzt hier unterm Bruchstrich schreibe ich, jetzt kommt der Trick, in Klammern, N minus, und wie oft mache ich das? K, O. K Fakultät. Das ist die allgemeine Formel. Jetzt kann ich nämlich Folgendes sagen. Probieren wir das mal aus. 3 aus 5 rausziehen heißt, 5 Möglichkeiten habe ich, 5 Fakultät, durch, und jetzt in Klammern, 5 minus, wie oft mache ich es, 3 ist, na ich schreibe es mal aus, 5 minus 3 in Klammern Fakultät, hier in diesem Fall unbedingt vorher die Klammer ausrechnen, ist gleich, gucken wir uns das mal an. 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 geteilt durch. Und hier unten kann ich sagen, 5 minus 3 ist 2 Fakultät, also 2 mal 1. Aha, da haben wir es wieder. Durch unseren Erweiterungstrick. Also das ist wie gesagt ein bisschen blöde. Wir merken uns ganz einfach, hier haben wir eine Formel, da kann man den Kram ausrechnen. Macht es jetzt nicht so spannend, ich gebe euch später eine Komplettübersicht, wie man an solche kombinatorischen Aufgaben rangeht. Dann braucht ihr die Formel jetzt nicht ganz groß mühevoll mit bunt abzuschreiben, sondern einfach erstmal merken, was hier passiert ist. Ich mache nochmal kurz Pause, ob es hier irgendwelche Fragen gibt und dann nehmen wir mal ein Beispiel. Gut, jetzt haben wir das nochmal so weit durchdiskutiert. Ein schönes Beispiel wäre Hunderennen. Ein Beispiel. Und das über... Ach, jetzt habe ich... Ah, werden wir gleich hinkriegen. Ein schönes Beispiel wäre Hunderennen. Beispiel Hunderennen. Und zwar, ich habe 10 Hunde und nur die ersten 3 bekommen Preise. Also, 10 Hunde ist gleich was? 10 Hunde ist gleich N oder K? N, ne? Hm. Gleich N. Und die ersten 3 bekommen Preise. Also 3 ist gleich K. So, wie rechnet das? Jetzt rechnet mal aus, wie viele Möglichkeiten gibt es, dass die ersten 3 Plätze irgendwie belegt werden. Aber, Achtung, die Reihenfolge ist nicht unwichtig, denn die Leute wetten ja darauf. Hier geht es nicht um egale Reihenfolge wie bei 6 aus 49. Nochmal 6 aus 49, ganz schnell, wenn ich 6 Zahlen daraus ziehe, dann kann ich nicht sagen, ja, aber ich habe zuerst auf dem Schein die 44 angekreuzt. Das ist, da ist die Reihenfolge Schnuppe, aber hier ist sie nicht Schnuppe. So, also, jetzt rechnen wir mal. So, wenn ich sage, die Anzahl der Möglichkeiten, die reinkommen, ist 10 Fakultät, ne? N Fakultät, N ist 10 und 3 Hunde, 3 erste Hunde, 10 minus 3 in Klammern Fakultät. Das sieht jetzt aus, oh Gott, jetzt brauche ich einen Taschenrechner. Geht ganz einfach. Ich sage, okay, Omega ist gleich, oh je, kein schönes Omega. 10 Fakultät lasse ich erstmal stehen. Und hier unten sage ich, 10 minus 3 ist 7 Fakultät. Wenn ich das auftriesele, dann sieht das so aus. 10, ich mache es jetzt mal ausnahmsweise mal. 8 mal 7 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und das alles durch. Jetzt fange ich gleich bei der 7 an. 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier, was hier übrig bleibt. Hier. Das und das fällt komplett raus.
Und schon sind wir wieder bei unserer abgekürzten Formel. Ein Schüler sagte, wieso, das ist 10 mal 9 mal 8, das ist 720, weiß ich doch so. Ja, ich wollte aber, dass wir es mal ausführlich können, denn wir brauchen diese Art Formel noch ein paar Mal. Heißt also, da sich das hier komplett rauskürzt, die 7, die 6 und. Ich mach's mal abgekürzt, Wir werden später mit Fakultäten rechnen. Und wenn wir mit Fakultäten rechnen, gibt es noch einige Tricks, das schneller zu machen. Bloß mal so viel. Omega könnte ich auch ausdrücken als 10 mal 9 mal 8 mal 7 Fakultät. Ne, ich erspare mir einfach. Ich schreibe 10 mal 9 mal 8 mal 7 Fakultät. Ich habe keine Lust mehr. Mal 7 mal 6 mal 5 mal 3. Und hier unten steht ja sowieso 7 Fakultät. Und jetzt sieht man auch, aha, hier, kürz. Den komplett gleichen Ausdruck durch sich selbst ist 1 und auch dann komme ich dahin. Also Ergebnis ist in diesem Fall, machen wir es kurz, 720 verschiedene Möglichkeiten gibt es, dass die Hunde hier rein rasen. Gut, kurze Pause und wir diskutieren noch und dann geht's mal weiter. Gut, das Video werden wir jetzt an der Stelle abschließen. Ich mache den Verweis gleich mal dann rein, sodass wir dann wissen, es geht dann mit dem nächsten Thema weiter.